Es war eine durchaus skurrile und etwas seltsame Pressekonferenz, die hier in den Räumlichkeiten der ÖVP in der Lichtenfelsgasse stattgefunden hat. Gabi Schwarz hat sich hier vor die Medienvertreter gestellt und hat davon gesprochen, dass Mitarbeiter des Hauses hier mehrmals in den vergangenen 10 Tagen von zahlreichen Medien, 7, 8 sollen es gewesen sein, mit Anfragen konfrontiert wurden, ob es hier nämlich eine Hausdurchsuchung gäbe. Und Gabi Schwarz, die ja selbst auch Journalistin war, wurde von Kollegen gefragt, ob sie denn ihr Handy noch habe. Wer diese Hausdurchsuchung durchführen würde, ob das seitens der WKSDA kommt oder andernorts, wollte sie nicht sagen, auch nicht, welche Medienvertreter sie diesbezüglich gefragt haben. Hier hat Gabi Schwarz vom Redaktionsgeheimnis gesprochen und man tappt eigentlich nach dieser Pressekonferenz ein bisschen im Dunkeln, wer was wie aus welchen Gründen hier machen wollte. Anlass des Ganzen dürfte ein Artikel in der Tageszeitung Kurier gewesen sein, in der auch die Anwälte vorgekommen sind. Schwarz vermutet hier auch eine Inszenierung. Sie sagt, in der Vergangenheit habe es das immer wieder auch gegeben. Eine sehr interessante Geschichte, zu der es sicherlich noch einige Recherchen geben wird, um hier tatsächlich Licht in sehr viel Dunkel zu bringen.